Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Railway Empire. Ica ist jetzt so weit gewachsen, dass es hier eine neue Industrie gibt und ich habe aber kein Geld dafür. Ich brauche 250.000, um hier die Bekleidungsindustrie zu bauen. Denn das ist ja meine nächste Aufgabe, ne? 30 Ladungen Kleidung produzieren. Das heißt, mir muss die Fabrik gehören bis 1904. Das sind auch nur noch 2 Jahre Zeit. Das heißt, ich hätte es schon, glaube ich, in diesem Jahr schaffen müssen, um ein goldenes Häkchen zu bekommen. Bin also wieder wie immer hinten dran. Was ich machen kann, ist die Anleihe zurückzuzahlen, sobald ich 220 sind es, glaube ich, 213. 230. Und mir dann eine neue holen, dann habe ich mehr Geld. Dann ist gerade wieder verlängert worden. Die Strafzahlung wird dann noch teurer, ne? Oh, verdammt. Wie ist denn die dann? 13.000. Ja, das sind also fast genauso viel, wie eine neue Fabrik kostet. Also, ich hoffe nur, dass jetzt die KI nicht schneller ist. Und dann hier einfach, ja, Schokolade, scheiße. Verflucht nochmal. Was mache ich? Also kaufen, abreißen geht nicht. Zu teuer. Ich kann es in eine andere Stadt, ey, nie im Leben schaffe ich es, eine andere Stadt aufzubauen. Nee, ich lade nochmal neu und dann versuche ich das irgendwie anders hinzukriegen. So, ihr könnt ja zugucken von mir aus, das ist mir erst Schnuppe. So, das hier ist der Spielstand, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Gibt es irgendwo eine Anschlussprämie? Genau. Können wir die, wenn wir... Dafür bräuchte ich hier die 200... Das sind auch 230.000. So. Salpeter brauchen wir nicht mehr. Na? Also so gar nicht. Was ist denn, wenn wir das abreißen? Was ist denn, wenn wir die Züge, die da fahren, auch löschen? Oh, der ist fast da. Beide sind fast da. Moment, ich warte noch kurz. So viel Zeit muss sein. Glaube ich. Dann lasse ich die Züge noch ankommen. Nee, Moment. Wir können ja den Bahnhof einfach wegmachen. So, aber die fahren erstmal weiter. Ne? Also die wissen halt dann nicht, wohin, wenn sie da sind und das abgeliefert haben. Aber dann kann ich die beiden Züge noch verkaufen und dann müsste es reichen. Und Salpeter-Transport brauche ich erstmal nicht. Ne? Ich brauche die Kohle, um die Aufgaben zu schaffen. Also hier... Oh, was ist das denn? Wieso baut er... Oh Mann, oh. Das Warendepot, das brauchen wir zurzeit überhaupt nicht. Ne? Zack, weg damit. Fabrik gebaut. Schneiderei. Herein, wenn es kein Schneider ist. So kann ich denn jetzt hier nicht. Achso, ich muss es hier wegklicken. Okay. So, mein Lieber. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt haben wir hier einen Zug, der den Fisch hin und her fährt. Und jetzt brauchen wir einfach noch einen, der die Wolle transportiert. Irgendwann baue ich da auch wieder dieses blöde. Ich nehme das erstmal weg. Das Warendepot bauen wir da wieder hin. Wenn wir es uns leisten können. So, 30.000 reicht vorne und hinten nicht. Für hier die Strecke und für das Wachstum in der Stadt. Oh Mann, denen geht so schlecht. Aber wieso? Was fehlt ihnen noch? Fische, Mais, Holz, Bier. Chefingenieur ist, glaube ich, super. Das macht er billiger. Wie? Ist doch ein Marktschreier. Hat den schon jemand eingestellt? Jetzt, ach nee, der ist hier, Entschuldigung. Baukosten für alle Gebäude 3%. Ja, das war schon mal besser. Ein Marktschreier. 22.000, na, ich... Wenn ich den kaufe, muss ich sagen, in welcher Stadt oder gilt das für alle Städte? Ich glaube, das lohnt sich nicht.
Ja, aber es geht ja schon wieder deutlich besser, ne? Was mit den Zügen wieder so früh aussah. Die verdienen jetzt viel Geld, ja, weil IKA so schön gewachsen ist. So, 58.000 haben wir schon, sehr gut. Das reicht für einen neuen Zug, das wollte ich ja machen. Hierhin nimm hauptsächlich Wolle. Haben wir Personal zum Einstellen? Nee. Gerade nicht. Was sagt er? Warte auf freies Gleis. Moment mal. Ah, okay. Können wir hier, kann man so ein kleines Stück hier weg? Ja, das geht nicht. Aber wenn der Zug hier dran vorbei ist, müsste es gehen. Ja. Ach so, Moment. Ach so, oh, ich oh. Ey, ich habe das doch geplant und eigentlich muss ich das doch bauen. Ich will das nicht nochmal planen, nee. Da müssen wir jetzt durch und gucken, dass wir das Geld bekommen, Geld einnehmen. Ja. Logistik und das. Das ist auch schön, ne? Schöner Ofen. Man denkt, hier ist warm in Südamerika, aber ich glaube, die haben ganz schön, die haben auch Kälte. Warte auf freies Gleis, ja. Ich bin ja dabei, aber das muss ewig dauern. Wieder ein Professor. Gerne. Gerne, mein Bester. So kommen wir unserem Ziel auf jeden Fall ein bisschen näher. Die Anschlussprämie war bis Februar. Schaffen wir die Strecke in 2 Monaten? Oh. Die Lampe gekommen. Das ist knapp. Guck mal, ob ich eine dritte Anleihe. Nee. Ich weiß immer noch nicht, woran sich das bemisst. Ich glaube, das ist der Unternehmenswert. Wir haben jetzt 400.000, 500.000. 3 Millionen. Ich glaube schon, dass das irgendwie damit zu tun hat. Steht der denn jetzt? Da fährt einer. Er wird. Ach so, der ist gewartet worden. Ja, okay. Und jetzt hatten wir hier unten, das war der einzige. Das ist schon blöd, aber ich kann es jetzt auch nicht reparieren. Nee, also Februar, das können wir uns hier, den Bonus können wir uns abschminken. Und 50.000 Leute in diesem Jahr, oh Gott. Ja, das können wir uns auch abschminken, glaube ich. Brauchen wir die Leute. Und bis das da ist, da vergeht noch mal ein halbes Jahr Minimum. Mann, Mann, Mann. Eine neue. Oh. Das geht. Nee, es geht nicht, weil. Doch, ich muss Es gibt mir zwar Geld, aber ich glaube, von der Zeit reicht es wieder nicht. Moment mal, Chaplin Mulder? Das sollte doch. Das hatte ich doch im letzten Versuch gelöscht und das Geld benutzt. Das brauche ich doch gar nicht mehr. 234, verdammt. Ich wollte die Züge verkaufen und alles.
So, ja, der Bonus ist wie gesagt weg. Aber das hier kriegen wir noch hin. Krankenversicherung braucht kein Mensch. Öfen. Ja. Was haben wir noch für Leute? Noch den Marktschreier, den ich mir nicht leisten kann. Analyst wäre schön später. Die Leute kommen einfach zur falschen Zeit. Zugbegleiter brauchen wir jetzt auch nicht. Moment, ich kann das hier auf jeden Fall endlich zu Ende bauen. Kann ich nicht. Kein Geld. Gucken, welcher ist denn? Der hier. Der muss weg. Der muss weg, sobald er abgeliefert hat. Und dann können wir das hier bauen. Das sieht nicht ganz so aus, wie ich das geplant habe im Moment. Eigentlich ist es... Nee, Moment. Hätte ich mich jetzt gewundert, wenn das hier nicht funktionieren würde. So, die sind angeschlossen. Wir müssen... Können wir das schon? Ja. Das können wir so machen. Ja. Es scheint mir so ganz okay zu sein. So, und auf so einem schönen geraden Stück können wir nochmal so ein Ding bauen. Dann hier nochmal, sobald ich mir das leisten kann. So, jetzt brauchen wir aber, ja, apropos leisten können, einen Zug, das Bier, was wir hier auch ausreichend auf Lager haben, nach Ikik bringt. Und wir haben es April 9. Forget it. Wir schaffen es nie im Leben. Nie im Leben. Also, bei manchen Szenarien, wo schwer dran steht, dachte ich, geht. Aber das hier, das ist zeitlich wirklich echt heftig. Achso, was sind denn nicht hier nur Fracht? Ja, okay, dann muss ich es nochmal auswählen. Mhm.
Wachmann haben. Ja. So, und der fährt nur 4. Der fährt mit nur 4 Bier los. Produzieren die hier nicht? Ja gut, die sind jetzt so groß, die verbrauchen schon selber nochmal eine Menge. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 15 zur Bekleidung geht? Aber das Stadtwachstum, Mann. Was kann man denen noch anbieten? Holz, ne? Das wäre es gewesen. Aber haben wir ja auch nicht in der Nähe. Es sei denn, ich habe es übersehen und sieht, ach, ist doch hier gleich nebenan, wäre total easy. Aber ist es nicht. Wir haben kein Holz. Kein Holz vor der Hütte. So, den Bonus gibt es noch bis August. Doch das wird tatsächlich ganz schön knapp, weil ich jetzt erstmal an den anderen Stellen Geld ausgeben muss. Ich brauche das gar nicht weitermachen. Brodungsfläche brauche ich nicht. Eine Frachtlok. Die nehme ich gerne. Ja, Knete reicht nicht. 26. Ich könnte. Was kostet denn so ein Bahnhof? 30.000. Ist es genau am 26. weg oder am Ende des 26.? Ach, jetzt habe ich... weg. Ist doch egal. Nee, dann mache ich heute wieder eine kürzere Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich gebe hier an der Stelle auf. Nee, ich gebe nicht auf. Ich lade nochmal neu und versuche das ein bisschen schneller hinzukriegen. Die Verbindung nach Eklig, beziehungsweise vielleicht lasse ich die auch wirklich weg. Ja, ich weiß... Ja, Bier. Warum könnt ihr nicht mit dem Schiff fahren? Das Bier. Also irgendwie irgendwas anderes. Ich kann auch nicht eine andere Stadt anschließen, das geht nicht. Also, aber es ist ja auch keine in der Nähe, also keine Lösung. Machen die Bier ja auch noch Fleisch. Tja. Naja, ich überlege mir was und das Ergebnis seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es keine nächste Folge gibt, morgen, dann wisst ihr, mir ist nichts eingefallen. Dann muss das noch ein bisschen warten. Bis dann. Ciao.